Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wir versuchen uns heute durch die Festung durchzuschleichen, würde ich mal glatt behaupten. Wir müssen an dem Typen da vorbei. Dafür müssen wir an dem vorbei. Aber wenn wir den töten, kriegt der es wahrscheinlich mit. Schleichen geht wahrscheinlich nicht, ne? Huch. Er hat mich ja noch nicht mitbekommen, oder? Sollen die erstmal kämpfen? Sollen die ihren Spaß haben? Er weiß nicht, dass ich da bin. Er wird zurückgehen. Dann ist mein Moment gekommen. Scheiße, er geht rückwärts. Ah! Wieso gehst du rückwärts? Wer tut denn sowas? Ach, verdammt. Okay, ich muss kämpfen. Alter, ist nicht dein Ernst. Okay, jetzt hab ich ihn. Oh, ich hab ihn! War einfacher als gedacht. Oh, ich hatte wahrscheinlich einfach nur Glück. Alles klar. Noob Zero hat zugeschlagen. Okay. Wenn wir jetzt hier hochgehen, sind dahinter eine Menge Leute, wenn ich das letzte Mal verkackt habe. Kann ich nicht irgendwie... Das haben die schon mitbekommen? Wie soll ich das denn machen? Oh, ich weiß wie. Okay, pass auf. Okay, so geht's schon mal nicht. Ich mag diesen Schleichaspekt, der ist cool. Falsche Taste. Komm. Komm her, Mann. Ja, komm näher. Los, tu mir den Gefallen. Okay, hätte ich mir eigentlich sparen können. Ich hätte einfach losgehen können. Egal. So. Das ist schön. Okay. Ich glaube, wir müssen nur hier hoch, ne? Ja, okay, hier sind wir richtig. Ist klar. Okay, jetzt haben wir schon mal den hier. Dann ist da gleich der Boss. Er wird mich höchstwahrscheinlich sehen, ne? Oder dreht er mir den Rücken zu? Er dreht mir den Rücken zu. Okay, zu zweit gegen einen. So, Bro. Zusammen reißen wir das schon. Scheiße. Ah! Ich bin schon tot. Ah! Ich komme die ganze Zeit dem in die Quere. Er schlägt mich natürlich auch. Das ist ein verwirrender Kampf, ey. Oh. Ich könnte sie natürlich kämpfen lassen, aber... Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss das irgendwie anders machen.
Aber es ist schon mal gut, dass ich da einen Kollegen habe, der mir hilft. Allerdings, wenn er mich auch zusammenschlägt, ist das natürlich ein bisschen blöd. Hey, ich bin ausgewichen! Kollege, hilfst du mir jetzt mal? Oh. Ja, sei mit ihm beschäftigt. Dann schlage ich ab und zu mal einfach zu. Au. Oh, mein eigener Typ wieder geschlagen, ey. Okay, das war der erste Streich. Oh, er ist tot, scheiße. Okay, das muss ich leider alleine machen. What the fuck? Allein ist Mod blöd irgendwie. Au! Ah, ah! Oh Gott, der ist heftig drauf. Aha, der ist heftig drauf. Aha. Ah. Ich habe ihn nicht erreicht, ey. So ein Scheiß. Ah. Na komm. Oh, ich konnte nicht mehr ausweichen. Scheiße. Letzte Healing. Oh, er hat nicht getroffen. Oh, shit. Oh, ich wusste nicht, dass das geht. Oh, ich habe ihn geschafft. Ah, Fettwachsklumpen. Ah, Gebetsperle. Sehr schön. Ah, man kann den Schlag parieren. Oh. Oh. Okay. Das ist natürlich hilfreich. Konnte ja keiner ahnen. Okay, huh. Aber man kann hier gut farmen. Man kann hier nämlich einfach hingehen und sage, ich schleich mal hier kurz hin und töte den hier. Wie viel Erfahrung gibst du so? 300? Ah, viel ist das jetzt nicht. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Puh. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, das alles. Okay, Reisen. Aschinaburg. Wir müssen... Na gut, das ist der Eingang. Da können wir sowieso nicht hin. Obwohl, da können wir eigentlich mal hingehen. Aschinatalsperre, da ist ja noch der Boss. Okay, Schrein der großen Schlange. Stimmt, da war der eine Typ. Kann ich den eigentlich aktivieren? Lass uns das mal probieren. Es wäre lustig, wenn ich direkt beim Boss spawnen könnte. So mitten im Fight. Stimmt. Wer war ja was? Ich möchte gerne da hinten im Turm mal nach dem Rechten gucken. Weil da unten war... Waren wir da unten? Nee. Nee, da waren wir nicht. Wir waren vorher da, ja. Aber nicht nachher. Lass uns doch mal nachgucken, was da hinten auf uns wartet. Guck mal, ist zu. Hier allerdings nicht. Irgendein Gegner wird da hocken. Oder auch nicht, hier ist aber nix.
Achso, damit man von hier aus nicht dahin kommt. Ah. Ich verstehe. Na gut, wir kommen jetzt nicht zurück. Wir müssen kurz einen Safe Spot aufsuchen. Lebt er wieder? Nee. Ich dachte schon. Okay, wir müssen reisen. Stimmt, und Gebetsperlen haben wir jetzt auch, ne? Nice. Siebte Gebetsperle. Ich hab's mir nicht durchgelesen. Scheiße. Das können wir nochmal nachholen. Moment. Das hole ich nach. Das muss hier irgendwo sein. Da, siebte Gebetsperle. Eine Kette voller Gebetsperlen, die eine Figur des Bildhauers geopfert worden, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Ein erfolgreicher Sumo-Ringer diente einst einem großen Feudalherren. Er verfiel jedoch dem Wein und wurde vertrieben und lebte fortan als Bandit. So bekam er den Namen Juso der Trinker. Ah gut, das war einer der ersten. Seltsam. So, Reisen. Ashinaburg. So, genau, wir wollten ins kleine Häuschen da hinten gucken. Dann machen wir das nochmal. Gucken, ob da nochmal ein Boss auf uns wartet. Hallo. Au! Au! Okay. Einfach. So, ich würde jetzt gerne mich da hochschleichen, ohne die Dicken zu töten. Weil es kann sein, dass ich noch einen Dicken brauche, wenn da ein Boss ist. Ich bin Feigling, ich weiß, aber ist mir egal. Bin ich so gut wie andere in diesem Spiel. Ich muss das nehmen, was mir das Spiel gibt. Erstmal muss der weg hier. Gut, hier ist nichts Neues. Wir müssen uns mal hier an der Seite vorbeischleichen. Ah, sieht aber nicht so aus, als wäre da was. Shit. Zum Glück hat er nicht nach Hilfe rufen können. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier niemand ist. Das ist ein wichtiger Ort. Nee. Nicht mal Loot oder so. Ah gut, enttäuschend. Schade. Dann laufen wir an den vorbei hier. Kannst du mir noch helfen? Lenk sie mal ab. So. Die kommen mir nicht hinterher, ne? Hoffe ich doch. Also, was bleibt noch übrig? Kuros Zimmer, da kommen wir später hin. Oh, okay, das kennen wir. Da ist ja der Papa. Oberer Turm, Kuros Zimmer. Da kommen wir auch später hin. Altes Grab. Da können wir hin. Dafür müssen wir hier hoch. Nee. Hier hoch. Zack. Keine Sorge, du darfst weiterhin gegen ihn kämpfen. Bitteschön. Einmal haben wir ganz normal gegen sowas gekämpft, ne? Aber ich hatte wahrscheinlich Glück. So, und wir beide werden jetzt gemeinsam diesen Weg hier entlang laufen. Ach, das ist das Tor.
Maschineburg, ja. War das alte Grab nicht hier irgendwo? So schnell? Der ist einfach umgekippt. Gut. Ich muss eigentlich nur durchs Tor gehen. Ist egal, was hier noch lauert und mich angreift. Tor müsste ja jetzt offen sein, ne? Gut, der Ernst-Dieter ist ja tot. Da unten ist ja der Kopflose, der sich seines Lebens freut. Sind die immer noch hinter mir her? Okay, die kämpfen jetzt. Krieg gratis Erfahrung. Nice. Sag mal, realisierst du überhaupt, dass ich da bin? So, hier haben wir diesen Speicherort. Da lungert einer rum, der normalerweise nicht hier ist. Nur für den Fall der Fälle, dass ich dich brauche. Ach du Scheiße, seid ihr schwach. Du bist meiner, ne? Ja. Ach, da, der Kanonentypen. Aber ich hab's da unten irgendwie rot leuchten sehen. Das ist Blut. Hier war der Händler. Aber der ist ja vorher schon abgehauen, ne? Und ist halt wiedergekommen. Hier sind nur Kanonen-Heinzis. Hier sind ein paar neue Gegner und so, aber ich glaube, hier ist kein Boss, den wir bekämpfen können. Huch! Upsi! Das war ein Selbstmörder. Was hockt der denn hier? Nee, kein Boss. Nur neue Gegnertypen. Ein Boss ist ja bei der Schlangen-Dingenskirchens. Und hier ist ansonsten nichts, ne? Okay, der weiß sowieso, dass ich da bin. Na gut, dann können wir hier wieder weggehen. Huch. Wer kämpft denn da noch? Egal. Das ist ein Obermotz. Die machen ihn einfach kaputt. So Obermotz ich war anscheinend nicht. Ach, du bist sowieso fast tot. Warst du nicht ein Dicker? Nee, ein ganz normaler Gegner, oder? Ich weiß es nicht. Du bist tot. Ja, die Fische. Aber darunter ist der Kopflose. Mit dem Kopflosen weiß ich nicht. Unter Wasser kämpfen. Ja, ist schon so eine Sache, ne? So, wir haben jetzt diesen Speicherpunkt. Das heißt, dass wir hier jederzeit jetzt langlaufen können. Ne, es war so einer. Viel Spaß mit ihm. Den habe ich vergessen. Hier gab es sonst nichts, ne? Nicht mal einen Speicher. Sollen die da ihren Spaß haben? Wir gucken, wie wir den am besten platt kriegen. Ich meine,
Wir wissen jetzt schon in etwa, wie wir gegen den klarkommen. Aber der ist da oben. Hier sind ja nur die Hunde. Noch ein Hund! Masanal, ich hätte nie damit gerechnet, dass ein Mann mit euren Fähigkeiten erschlagen werden kann. Es scheint, als würde in Ashinar ein Dämon lauern. Krieg ich die von hinten? Na, Mr. Speerträger? Oh, das ist nicht gut. Oh shit. Nein, ich wollte auf ihn zustimmen. Ah, fuck. Ah. Scheiße. Du mit deinem ollen Gift, ey. Nein! Oh, ich habe ihn nicht mehr gesehen. WTF. Kameraführung, danke. Echt. Herzlichen Dank auch. Mist. Aber ist machbar, ist machbar. So, den nehme ich jetzt mal mit. Und wenn wir uns beeilen. Ich hätte den mal mitnehmen sollen, ey. Schlag mich nicht, du bist mein Bro. Okay. Wenn wir uns jetzt beeilen, steht er vielleicht gleich noch. Ansonsten haben wir Leben verschwendet. Ja, ich glaube, der ist schon umgefallen. Ah, der ist schon weg. Ah, muss ich alleine mit dem klarkommen. Ja, cool. Vielleicht folgt er mir ja. Kann ich auf dem Weg ein paar einnehmen. Das wäre es doch näher, hat mich schon vergessen, alles klar. Wieso habe ich Erfahrung bekommen? Okay. Seltsam. Wo ist er? Was kann euch denn jetzt sein, Mann? Junge, wie weit folgst du mir? Ich will hier keine zwei Lebensbalken abziehen. Ich bin Schisser.
Ja gut, ich muss kurz rasten. Hilft alles nichts. So, aber Freunde, ich würde sagen, achso. Der ist hier gestorben, der ist hier geblieben. Ich würde sagen, achso, der hat gegen die gekämpft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir mal gegen den klarzukommen. Na komm. Ich habe ja wohl ordentlich abgeblockt.